Damit begrüße ich Frau Privatdozentin Andrea Haase, auch aus der Abteilung Chemikalien- und Produktsicherheit. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für Nanomaterialien und daher ihr Titel auch Mikro- und Nanoplastik als Carrier, eine Frage, die sich sicherlich eigentlich jetzt schon aufdrängt. Frau Haase, bitteschön. Vielen Dank. Genau, das Thema meines Vortrages wird sein, zu beleuchten, inwieweit diese Plastikpartikel jetzt mal unabhängig von der Größe als Carrier fungieren können. Das heißt, es geht explizit nicht um partikelspezifische Risiken, die Herr Lampenmeer bereits in seinem Vortrag adressiert hat, sondern um die Tatsache, ob jetzt diese Partikelchen Vehikel, Transportvehikel sein können für andere Chemikalien, sage ich jetzt mal. So, das, glaube ich, wurde bereits mehrfach thematisiert. Also wir haben den Eintrag in die Umwelt, größerer Eintrag über sekundäres Mikroplastik, und ich wollte jetzt hier nur noch mal darauf hinweisen, dass wir generell keine verbindlichen Definitionen haben, auch insbesondere dann, was Nanoplastik eigentlich sein soll. Man kann sich natürlich in Analogie zum allgemeinen Definitionsvorschlag von Nanomaterialien an den Größenvorgaben dort orientieren und sagen, Nanoplastik wäre dann im Größenbereich von 1 bis 100 Nanometer in mindestens einer Dimension. Die Frage ist, macht das jetzt eine Gesundheitsgefährdung für den Menschen? Ja, und um sich dem anzunähern, müsste man unterschiedliche Aspekte betrachten. Ein Teil dieser Aspekte wurde bereits adressiert. Wir haben natürlich einerseits die chemische Zusammensetzung der Partikel selbst, ne? Insbesondere dann die Polymere, die ja bereits als inert oder gesundheitlich unbedenklich dargestellt wurden, unabhängig davon, was das jetzt für welche sind. In Spuren können natürlich in diesen Polymerpartikeln auch nicht abreagierte Monomere oder Oligomere enthalten sein, und einige davon können durchaus gesundheitsgefährdend sein. Ja, aber wie der schon adressiert ist, handelt es sich hierbei um Spuren. Des Weiteren sollte man auch nochmal einen Blick auf Additive werfen. Es ist so, dass Plastik als solches eben nicht nur aus dem Polymer besteht, sondern eine große Vielzahl von unterschiedlichen Additiven enthält, die dem Material aus unterschiedlichen Gründen beigefügt worden sind. Zum Beispiel vermitteln die Weichheit, die Festigkeit, die Farbigkeit, den UV-Schutz und so weiter. Und darunter wiederum einige können ebenfalls gesundheitsgefährdend sein. Den dritten Punkt habe ich mit Fragezeichen hinterlegt. Das wird sozusagen den größeren Anteil in diesem Vortrag einnehmen. Plastikpartikel als Carrier von Umweltchemikalien, ne? Also wir haben ja gehört, der Eintrag ist primär dann über die Umwelt relevant. Und in der Umwelt haben wir nun auch diese persistenten organischen Schadstoffe, die auch aus dem englischsprachigen Sprachgebrauch mit POPs abgekürzt werden, Persistent Organic Pollutants. Und diese können nun an diese Plastikpartikel binden, das wurde ja schon mehrfach adressiert oder angesprochen. Beispiele für solche POPs sind dann polychlorierte Biphenyle, PCB, oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAX. Den vierten Punkt, darauf werde ich nicht im Detail eingehen, aber man sollte zumindest nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass in der Umwelt diese Plastikpartikel durchaus auch einen Biofilm bekommen können. Und das ist ja auch der Grund, warum vielfach Plastik, auch wenn es eine geringere Dichte hat, in das Sediment absinken kann, zum Beispiel auf den Meeresboden, eben weil es durch den Biofilm dann natürlich auch seine Dichte verändern kann. Dazu gibt es aber generell relativ wenig Arbeiten, also außer der Tatsache, dass es diesen Biofilm gibt. Man könnte vermuten, dass eventuell einige dieser Mikroorganismen, die dann auf dieser Plastikoberfläche binden, eventuell auch Gesundheitsgefahren vermitteln könnten und eventuell auch zum Beispiel die humanen Mikroorganismen in der Darmflora beeinträchtigen könnten, das sogenannte Mikrobiom. Da steckt die Forschung aber ganz in der Anfangsphase, und da werde ich nicht wesentlich drauf eingehen. Gucken wir erstmal auf die Additive, das ist nur ein Überblick, ne? Also Additive sind aus verschiedenen Gründen in diesem Plastik enthalten, für die Verarbeitung, die sogenannten Plasticizer, Vulkanisierung, für die Verknüpfung, die Crosslinking-Aktivitäten, Stabilisatoren aller Art, zum Beispiel Antioxidantien, Antiozonantien, Flammschutzmittel, Mineralölbestandteile, Aromaten und Aliphatenfraktionen und auch Kontaminanten, das sind
sind eben nicht intentionell zugefügte Substanzen, die prozessbedingt drin sind, wie zum Beispiel auch Benzapyren oder Pax können da drin sein oder Abbauprodukte der Additive. Ja, und durchaus einige davon haben eine bekannte oder vermutete toxische Wirkung. Die ECHA hat inzwischen über 400 funktionelle Additive gelistet. Also wer da Interesse hat, kann das auch gerne auf der ECHA-Homepage dann nachlesen. Die persistenten organischen Umweltschadstoffe sind eben, wie der Name schon vermuten lässt, ubiquitär in der Umwelt vorhanden und eben auch dort relativ inert, das heißt deswegen auch persistierend. Sie haben eine gut bekannte Toxizität. Die Frage, die wir dann hier in diesem Zusammenhang haben, wirken diese Umweltchemikalien nun mehr oder weniger toxisch, nachdem die an diese Mikro- und Nanoplastikpartikelchen gebunden haben? Also können diese Plastikpartikelchen nun Vehikel sein für diese Umweltchemikalien? Und das bezeichnet man als sogenannte Carrier-Hypothese. Ich hatte ja schon angedeutet, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen POPs, die da relevant sind. Sofern es Arbeiten dazu gibt, fokussieren die sich meistens auf die PCBs und auf die PACs. Deswegen möchte ich diese beiden hier kurz vorstellen. Dioxine und Polychlorierte Biphenyle sind ubiquitär und omnipräsent in der Umwelt, also sowohl in der Atmosphäre, im Boden, im Gewässer. Sie sind in der Regel lipophil und abbauresistent, also thermisch und chemisch stabil und demzufolge eben haben sehr lange Lebenszeiten. Sie reichern sich in Organismen an und können auch in der Nahrungskette akkumulieren. Wo kommen die denn mal her? Ursprünglich wurden die natürlich für ganz bestimmte Anwendungen hergestellt, zum Beispiel für schwer entflammbare oder nicht leitende viskose Flüssigkeiten als Weichmacher in Lacken oder Kunststoffen, in Transformatoren, Kondensatoren, Hydraulikanlagen und so weiter. Seit 1989 gibt es bereits ein vollständiges Verkehrs- und Anwendungsverbot, das im Rahmen der Stockholmer Konvention 2001 auch weltweit Gültigkeit erlangt hat. Wir haben also, wenn wir die Dioxine anschauen, zum Beispiel 17 unterschiedliche Kongenere, die signifikant toxische Effekte hervorrufen können. Man vergleicht es immer relativ zum 2378-TCDD, was Sie hier auch abgebildet sehen in seiner chemischen Strukturformel. Und man kennt sowohl akute Toxizität als auch chronische Toxizität. Und man drückt dann die Toxizität der anderen Kongenere in Relation zum TCDD aus. Bei den PCBs ist es so, dass es einige dioxinähnliche PCBs gibt, die auch ähnliche toxische Wirkung haben. Und auch hier drückt man deren toxische Wirkung in Äquivalenzfaktoren relativ zum TCDD aus. Ganz ähnlich sieht es aus bei den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen oder PACs. Auch die sind ubiquitär und omnipräsent in der Umwelt enthalten, Atmosphäre, Boden, Gewässer. Die sind auch chemisch und biologisch stabil. Es gibt einzelne Mikroorganismen, die die zum Teil abbauen können. Ja, wo kommt es her? Verbrennungsprozesse aller Art. Es gibt also ein natürliches Vorkommen, zum Beispiel in Steinkohleteer oder in vielen Produkten eben als Kontamination. Ja, Gummiprodukte aller Art, zum Teil auch einzelne Plastikprodukte. Die Leitsubstanz ist hier das Benzoabyrin, was Sie oben als Strukturformel in diesem Fünfringstruktur abgebildet sehen. Hier spielt die akute Toxizität keine Rolle. Es gibt eine chronische Toxizität, insbesondere genotoxische Wirkungen sind relevant. Und auch hier gibt es einen Toxic-Äquivalenzfaktor-Ansatz, dass man also die Toxizität anderer PACs häufig in Relation zum Benzapyrin ausdrückt. Und nur damit Sie das mal gesehen haben, es gibt also eine ganze Anzahl unterschiedlicher PACs. Eine Folie habe ich Ihnen trotzdem mitgebracht zum Biofilm. Das sind auch Arbeiten, die am BFR gelaufen sind. Also wir haben dort echte Mikroplastikproben aus Seesand eingesammelt und haben mit einer bildgebenden Massenspektrometrie den Biofilm untersucht. Also man kann die Tatsache, dass es einen Biofilm gibt, kann man sehr gut belegen.
Ja? Und was das jetzt genau für Auswirkungen haben kann, dazu ist natürlich noch weitere Forschung notwendig. Ich komme jetzt zurück zur Carrier-Hypothese und zur Interaktion der Plastikpartikel mit diesen Umweltchemikalien. Und hier sehen Sie das jetzt einmal grafisch dargestellt. In kleinen Kullern dargestellt sind die Umweltchemikalien, in größeren Kullern dargestellt das Plastik. Und nun interagiert also eine Umweltchemikalie mit einem Plastikpartikel. Und jetzt sehen Sie ja, dass das sowohl von den Eigenschaften dieser Chemikalie abhängig sein wird, sprich vom Molekulargewicht, und auch von der Hydrophobizität, die man ausdrückt als Verteilungskoeffizient zwischen Octanol und Wasser. Also zwischen etwas, was hydrophil ist und zwischen etwas, was hydrophob ist, kann man gucken, wie sich eine Chemikalie verteilt. Und das ist ein Maß für die wasserabstoßende Hydrophobizität. Ja? Gleichzeitig haben wir unterschiedliche Plastikpartikelchen, unterschiedliche Polymere mit unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften, unterschiedlichen Dichtigkeiten, Oberflächenstrukturen und so weiter. Und natürlich spielt auch die Umgebung eine Rolle, pH-Wert zum Beispiel oder Ionenstärke. Und wenn dann diese Umweltchemikalien an das Plastik gebunden haben, ist nun die Frage, was macht das für den Eintrag in die Organismen? Spielt das eine Rolle? Ja? Wir müssen dazu den Prozess in Teilprozesse zerlegen und müssen zuerst mal den ersten Schritt uns anschauen, was ist denn mit der Bindung? Ganz relevant ist hier, dass man unterscheiden muss zwischen zwei Arten von Bindung, nämlich der Adsorption und der Absorption. Ja? Die Umweltchemikalien sind in der Regel lipophil und hydrophob, das heißt zumindest, wenn wir uns mit den PCB und den PACs befassen, sodass wir jetzt gucken müssen, was hat das Polymer für Eigenschaften und was haben die Chemikalien für Eigenschaften. Bei der Absorption, das ist im Prinzip eine Verteilung. Ja? Das heißt, die Chemikalie bleibt eigentlich per se gelöst und dringt ein Stück weit in das Plastik ein, sofern das aufgrund der Struktur des Plastiks möglich ist. Bei der Adsorption geht es um eine Bindung an der Oberfläche. Ja, bei der Absorption spielen eher schwache Wechselwirkungen eine Rolle, so von der Wahlskraft. Das ist also keine besonders starke Interaktion. Bei der Adsorption können nun je nach Chemikalie und Polymer unterschiedliche Kräfte beteiligt sein, die auch durchaus sehr stark und relevant sind. Die Polymeroberflächen unterscheiden sich nun hinsichtlich Polarität, Rauigkeit, Porenstruktur. Ja, das heißt, man kann zum Beispiel sagen, es gibt Polymere, die sind glasartig amorph, wie Polyvinylchlorid oder Polystyren. Hier dominiert die Adsorption. Und wir haben gummiähnliche amorphe Polymere wie Polyethylen oder Polypropylen. Hier dominiert nun die Absorption. Weitere Faktoren sind natürlich auch noch relevant. Was haben die Polymerketten für einen Abstand? Ja, je größer, desto besser ist natürlich die Diffusion in das Material hinein, sodass zum Beispiel Polyethylen besser binden würde als Polypropylen. Additive können natürlich die Struktur verändern, dafür sind sie ja da, zumindest einige davon. Alterung verändert auch die Oberfläche des Plastikmaterials und natürlich insgesamt ist schon relevant, wie ist denn das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, also wie viel Oberfläche steht überhaupt diesen Umweltchemikalien zur Verfügung, sodass man durchaus in Analogie zur Nanoforschung sagen kann, Nanoplastik sollte besser binden als Mikroplastik. Aber, also ich meine, es gibt jetzt nicht unendlich viele Studien, es gibt eine Handvoll Studien, der Faktor ist so Größenordnung 1,44. Also es sind jetzt nicht viele Größenordnungen, sofern man das von den bisher wenigen Studien, die wir da haben, extrapolieren kann. Das heißt, das Fazit ist, diese Umweltchemikalien, zumindest wenn sie hydrophob sind, wie PACs und PCB, können sehr gut an verschiedene Polymere binden. Und das sollte man nicht vergessen, ganz viele analytische Probeentnahmetechniken basieren genau auf diesem Prinzip. Ja, dann der zweite Punkt ist natürlich, okay, es bindet dran, aber kommt es auch wieder runter. Das hängt nun davon ab, wie es gebunden ist und wie stark diese Bindung ist. Es gibt einige Studien dazu, auch hier wiederum nicht besonders viele. Aus diesen wenigen Studien kann man extrapolieren, dass diese absorbierten Chemikalien in der Regel viel leichter desorbieren. Ja, das ist irgendwie offensichtlich. Die adsorbierten Chemikalien in Abhängigkeit von der Bindungsstärke eher jetzt nicht so gut. Ja, und auch hier ist es so, es gibt relevante Faktoren, die das im Prinzip bedingen. Man kann als Fazit
daraus schlussfolgern, dass wenn jetzt Studien existieren, die eine Freisetzung in reines Wasser untersucht haben, kann ich das natürlich weder vergleichen noch gleichsetzen mit der Freisetzung in Organismen. Da habe ich ja ganz andere Bedingungen. Und die Bioverfügbarkeit unterscheidet sich beispielsweise bereits zwischen Süßwasser- und Meerwasserorganismen. Ja, nur um bei diesem Beispiel zu bleiben, eine hohe Ionenstärke fördert eher die Bindung der Umweltchemikalien an das Plastik und führt außerdem zu einer Agglomerisation der Plastikteilchen und verringert somit die Bioverfügbarkeit. Kommen wir nun zu dem dritten Punkt. Es muss ja noch irgendwie dann in den Organismus rein, also diese Carrier-Hypothese. Dazu gibt es einige Laborstudien, in der Regel mit Ökomodellorganismen, also sprich aquatische Organismen, wenige terrestrische Organismen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil die in der Regel nur mit bestimmten Polymeren gemacht wurden, also viel Polystyren und Polyethylen und in der Regel als Laborstudie auch deutlich höhere Konzentrationen verwenden als die tatsächlich in der Umwelt vorkommenden. Dennoch zeigen die publizierten Studien, dass toxische Effekte nach Bindung an das Mikroplastik eher weniger relevant sind. Ja, und das hat mit verschiedenen Punkten zu tun. Ich komme auch gleich noch auf ein paar Studien als Beispiel. Man kann sagen, dass der Transfer von Umweltchemikalien in Organismen über das Mikroplastik eher vernachlässigbar ist, zumindest wenn man bedenkt, welche anderen Eintragsquellen wir für diese Umweltchemikalien auch haben. Ja, man kann das bei allen Limitierungen, die wir ja heute schon ausführlich besprochen haben, auch ein bisschen hochrechnen, wenn man guckt, wie viel Mikroplastik haben wir überhaupt, wie viel Umweltchemikalien haben wir überhaupt, dann ist es zum Beispiel im aquatischen Ökosystem so, dass die Wassermenge im Vergleich zur Mikroplastikmenge Größenordnung 10 hoch 13 zu 1 wäre, sodass damit abgeschätzt ungefähr 0,1% aller POPs überhaupt an Plastikpartikel gebunden sein können. Einzelfälle mag man sich vorstellen, dass das Mikroplastik ja auch im Ökosystem nicht gleichmäßig verteilt ist und viele Studien, die wir jetzt eben kennen, zeigen aber, dass selbst wenn das so ist, die Bioverfügbarkeit geringer wird. Ja, also das heißt, statt als Carrier ist es vielleicht eher ein Sink. Ja, und generell, es gibt kaum Studien mit für Menschen relevante Modelle. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, das hat Herr Lampen ja bereits in seinem Vortrag erläutert. Das nur mal, um drei Beispiele zu nennen, es gibt noch mehr. Ja, alle diese Studien zeigen übereinstimmend, dass die Bioverfügbarkeit geringer wird. Ja, das heißt, die binden zwar ziemlich gut, kommen auch wieder runter, so ist es nicht. Also es gibt hier eine Studie beispielsweise von Bartel et al., die haben fluoreszenzmarkiertes Benzapyren verwendet in adulte Zebrafische und Zebrafischembryos. Also die haben schon den Transfer gezeigt. Das ist nicht so, dass diese Chemikalien da nicht wieder runterkommen, aber die Menge, die wieder runtergekommen war, genügte nicht für morphologische Veränderungen, während eine analoge Benzapyrenmenge in Wasser das schon tun konnte. Ja, das heißt, die Bioverfügbarkeit ist deutlich reduziert. Das Gleiche zeigen andere Studien auch. Also für PAX gibt es und für PCB, da ist es sogar so, dass insbesondere bei den hochmolekularen BCBs die Eliminierung deutlich effizienter ist nach Bindung an Mikroplastik. Sodass in der Tat diese Autoren, Gerdes et al., geschlussfolgert haben, dass das Mikroplastik eventuell eher als Sink betrachtet werden könnte. Das bringt mich zum Abschluss des Vortrages und ich möchte darauf hinweisen, dass wir ein neues Forschungsprojekt am BFR initiiert haben. Das nennt sich InnoMod Life, hatte den Kickoff gerade jetzt im April und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 2,2 Millionen Euro gefördert. Es sind verschiedene Abteilungen des BFR beteiligt. Also wir haben sowohl die Abteilung 5, die Lebensmittelanalytik, die Lebensmitteltoxikologie beteiligt, als auch die Abteilung 8, die sich mit Eintrag von Chemikalien in der Umwelt befasst. Die Grundidee hier ist, dass wir uns auf mehrere Materialformen fokussieren werden, also nicht nur auf die Polymerpartikel, um das gleich mal vorwegzunehmen. Die Grundidee ist, dass wir sehr viel mehr Materialformen im industriellen Einsatz haben, als wir bisher untersucht haben.
Ja? Und dass wir im Prinzip den Fokus ein Stück weit wegnehmen müssen von der klassischen Nanosicherheitsforschung hin zu weiteren Materialsystemen, die vielleicht auch anders aussehen. Und wir fragen uns, welche Erkenntnisse der Nanosicherheitsforschung kann ich jetzt übertragen? Und Sie sehen, wir haben drei Materialklassen im Fokus und eines sind dann die polydispersen Materialien der industriellen Produktion und da sind Polymerpulver mit dabei. Ja, die Grundidee ist auch, dass ich nicht jede Materialvariante vollumfänglich werde testen können, auch nicht bei den Polymeren, dafür gibt es einfach zu viele. Es gibt eine Vielzahl von Additiven, eine Vielzahl von Umweltchemikalien. Also wenn ich das alles durchtesten möchte, bin ich eine Weile beschäftigt, sodass wir eher auf den Gruppierungsgedanken abzielen und sagen, wir müssen Ähnlichkeitsprinzipien finden. Ja, im Zusammenhang mit den Polymerpartikeln werden wir also unterschiedliche Polymerpartikel untersuchen. Suchen Polyamid, Polypropylen, Kautschuk, hier haben wir den Reifen mit dabei, alle mit breiter Größenverteilung und unterschiedlichen Oberflächenmodifizierungen, Polyurethan ist auch zum Beispiel dabei. Wir untersuchen verschiedene Absorption- und Adsorptionsprozesse und Desorptionsprozesse von unterschiedlichen Umweltchemikalien. Wir haben also verschiedene PCB, verschiedene PAK und verschiedene Schwermetalle mit dabei. Wir gucken auch auf die Additive, also ob die jetzt wieder rauskommen und wir untersuchen die Partikel nicht nur in ihrer ursprünglichen Form, sondern auch nach künstlicher Alterung. Ja, nur wichtig darauf hinzuweisen, wir sammeln die jetzt natürlich nicht aus der Umwelt ein, sondern diese werden gezielt für das Projekt hergestellt und die Grundidee, wirklich gezielt auf diese Carrier-Hypothese zu schauen in für Menschen relevanten Modellen. Ja, wir haben da unterschiedlich komplexe Zellkulturmodelle von einfachen Zellkulturen bis hin zu Co-Kulturen und kompletten dreidimensionalen Barrierkulturen. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Haase, für den klasse Beitrag zu den Carriern, Carrier-Hypothese und den aktuellen Stand dazu. Für mich sehr interessant. Das ist im Prinzip die Take-Home-Message für mich war, dass zum Teil Kontaminanten weniger als Carrier zu sehen sind, sondern ja, dass es mehr ein Sink ist. Das heißt, die Bioverfügbarkeit nimmt ab. Das heißt, das wäre eigentlich, wenn die Kontaminanten dann am Plastik adsorbieren, ist es ja dann eigentlich sozusagen ein Vorteil, wenn man die Kontaminantenseite nur sieht. Weil die Bioverfügbarkeit, das heißt die Menge, die wirklich dann im Körper verfügbar ist, eher geringer ist. Fragen, Anregungen? Bitte schön, ja. Vielen Dank für den Vortrag. Mein Name ist Susanne Belz, ich komme vom JRC, die auch schon öfter erwähnt wurden heute von der Europäischen Kommission. Ich habe eine Frage jetzt gerade zum letzten, was Sie erwähnt haben, und zwar insbesondere die Materialien, die Partikel, die Sie herstellen für die Anwendung in Ihrem Projekt. Mich interessiert, stellen Sie die selber her oder lassen Sie sie herstellen? Wenn Sie mir verraten würden, wenn letzteres von wem? Wie charakterisieren Sie die und wie stellen Sie Homogenität und Stabilität? Ich meine, wir könnten auch hinterher noch ein bisschen darüber plaudern, aber falls Sie schon mal etwas dazu sagen wollen, gerne. Ich gehe einfach mal eine Folie zurück. Es ist ein BMBF-gefördertes Projekt, das heißt, wir haben im Rahmen dieses Forschungsprojektes Industriebeteiligung, konkret beispielsweise BASF als Hersteller für polymerbasierte Partikel und ZOTS als Hersteller für metallbasierte Partikel. Das heißt, ein Großteil der Partikel, die wir im Projekt untersuchen, sind tatsächlich von Industriepartnern unter industriellen Bedingungen hergestellt. Die Industriepartner übernehmen auch einen Großteil der Charakterisierung. Wir haben aber natürlich auch akademische Partner, wie zum Beispiel das JUTA und auch das BfR als Behörde, die Bauer als weitere Behörde für den Arbeitsschutz. Also die Charakterisierung ist ein Gemeinschaftswerk und wir machen eine sehr umfangreiche Charakterisierung. Wir haben eine sehr lange Liste an unterschiedlichen physikochemischen Kriterien, die wir im Rahmen des Projektes im Laufe der Zeit zusammentragen werden. Von der Basischarakterisierung bis hin zu, ich sag mal, ja, more sophisticated methods, wie zum Beispiel Pyrolyse, GC-MSMs, um tatsächlich auch die Polymerpartikel dann genauer zu charakterisieren. Okay, ja, vielen Dank denn für den hervorragenden Beitrag.